So, wie ihr es recht schön im Hintergrund seht, lauter Steine und die brauchen wir jetzt. Wir haben einen Wallau in der Messe, einen guten Carsten kennengelernt. Der hat interessante Sachen dabei gehabt. Hat er gesagt, ob wir es ausprobieren wollen. Ich bin hauptsächlich Bootfischer. Das hat er gewusst, weil da haben wir uns schon lange drüber unterhalten. Und er hat gesagt, der hat was für uns. Und das zeige ich euch jetzt. Das habe ich dabei, will ich ausprobieren. Hab's die letzten Wochen schon ausprobiert auch. Funktioniert wirklich gut. Habe auch schon echt schöne Fische damit fangen können. Und es ist nachhaltig. Ist alles in der Box drin. In meinem Fall die Zip Inline Box. Hauptsächlich fürs Boot ablegen, aber leichte Unterhandwürfe, ohne dass man voll durchzieht, funktionieren da durchaus auch. In der ganzen Box sind zwei Gummis drin. Der Slipgummi und der Fixgummi. Slipgummi ist ein langes Band. Spannt man um die Steine rum. Sobald man einen Biss hat, löst der Stein aus und man kann ohne Gewicht seinen Fisch drillen. Und der allergrößte Vorteil ist natürlich der, das Blei bleibt nicht im Wasser drin, sondern der Stein, wo er auch hingehört, in das Gewässer. Dann gibt es noch die Fixgummis für kleinere Steine. Das ist der Vorteil, man verliert seinen Stein nicht. Man nimmt natürlich leichtere Steine her, weil man kann jetzt so schlecht 200 Gramm, 300 Gramm mit dem Fisch rausziehen. Schöne kleine Steine, kann man schön werfen, ist eine feine Sache. Ich fische in meinem Fall das Inline-System, das zeige ich euch nachher schnell, wenn ich die Ruten aufspanne. Mit dabei im ganzen Set sind schon Steine auch, dass man das daheim einmal im Wohnzimmer schon gut ausprobieren kann. Dass wenn man ans Gewässer kommt, keine Zeit verliert, dass man weiß, wie das System funktioniert. Und was soll ich sagen, jetzt gehen wir mal an Steine suchen. Mit der großen Auswahl bin ich natürlich schnell fündig geworden. Einen größeren, flacheren für die Slipmontage und einen kleineren für die Fixmontage. Ich werde zwei Poppys angeln, als Futter einen PVA-Sack. Das haben wir mit halbierten Boilies und dann hoffen wir mal, dass ich einen Fisch zeigen kann. Ein Steinbeißer mit den Steinen. Alles wieder in meinen kleinen Eimer rein. Habe ich da alles komplett zusammen. Weil ich an eine andere Stelle gehe. Da habe ich leider keine Steine vor Ort. Jetzt muss ich schnell eine Seerunde gehen. Ist aber heute kein Problem mit meinem kleinen Gepäck. Dann spanne ich erst einmal mein System auf. Haben wir mir erhältlich jetzt bei uns im Shop. Alle Variationen vom Steineangeln. Wenn ihr euer Interesse geweckt habt, würde es uns freuen, wenn ihr mal in den Shop reinschaut. Ist unten verlinkt. Könnt ihr euch die Sachen mal anschauen. Und ich hoffe, ich kann euch das jetzt ein bisschen nahe bringen. So, ich bin jetzt in einem kleineren Seeabteil angekommen. Jetzt baue ich alles schnell auf. Und wenn ich meine Steine einspanne, nehme ich euch nochmal mit und zeige euch das kurz. Und obwohl ich heute mit einem kleinen Gepäck unterwegs bin, habe ich alles dabei. Dass ich hoffentlich einen Fisch fange. Und wenn ich einen Fisch fange, der auch sauber versorgt wird. Ein kleines Quick Cradle. Gewicht ist ein Wahnsinn. Ich schätze, dass das gar nicht 2 Kilo hat. In Sekunden aufgebaut. Das ist jetzt das Quick Cradle von Advanta mit sauber gepolsterten Matte. Habt ihr selber gesehen, wie schnell das aufgebaut ist. Leichtes Gewicht. Gerade für so schnelle Nummern ist das optimal. Was nicht fehlen darf, das Wurfrohr. Da sind nachher ein paar Octopeppos drauf. Und sonst habe ich eigentlich auch alles dabei, was ich da brauche. Bissanzeiger, saubere Bobbins, saubere kleine leichte Sling. Also die wird auch kein Kilo nicht haben. Dann kann man das ganze Gepäckgewicht minimieren. Und natürlich einen sauberen Kescher. Spanne ich auf. Dann nehme ich euch noch schnell mit und schaue, dass ich die Ruten rausbringe, weil ich mag euch heute einen steinbeißer Fisch zeigen. So, das meiste steht jetzt. Die Ruten sind auch startklar. Jetzt zeige ich euch nur die Inline-Systeme vom Zip-Rig bzw. von der Zip-Box. Fällt man ganz normal auf seine Hauptschnur drauf, den Inline-Körper. Und vorne für einen Selbsttageffekt hat man da sein Draht, den biegt man um, hat man sauber seinen Selbsttageffekt. Das ist jetzt der Slipgummi. Dann spanne ich jetzt gleich meinen flacheren Stein ein, dass ich meine Ruten mal rausbringe, weil ich will einen Fisch fangen. Heiß wie Frittenfett. So sieht es dann komplett aus mit dem Slipgummi. Habe jetzt extra einen flachen Stein, dass Rick dann schön am Boden sitzt. Habe jetzt ein bisschen mittiger eingespannt, den Slipgummi, weil ich ein bisschen werfe. So sieht das alles aus. Zweite Rute habe ich auch schon fertig. Wie vorher erwähnt, in der Zipbox sind zwei Variationen drin. Fix und Slipgummi. Da habe ich jetzt den Fixgummi mit einem kleineren Stein, dass ich den nicht verliere.
und das Gewicht auch nicht so hoch ist, wenn ich mit reinziehen muss, wenn ich hoffentlich einen Fisch fange, kann man sie den kleinen Stein sauber einspannen. Das ist wie so eine Art Gumminetz, dass man nicht verliert. So, das war's jetzt mit der Theorie. Jetzt geht's in Praxis. Wenn ihr noch mehr Interesse habt und wissen wollt, wie man es genau aufspannt, weil das wird jetzt das kleine Format sprengen, dann schaut einfach vom Carsten in YouTube die Videos so. Verlinken wir euch unten. Da ist das alles genau detailliert nochmal beschrieben, dass ihr Bescheid wisst, wie es genau funktioniert, wenn es um Gewässer seid. Da sind alle Boxen und sämtliche Variationen vorgestellt. Vom Steineprofi. So, meine Montagen sind jetzt auch fertig. Ich fische heute zwei Poppys. Einmal ein Octopeppo in Braun, wie vorher schon erwähnt, mit kleinen PVA-Säckchen, mit halbierten Boilies. Da nehme ich jetzt das PVA-Mesh her, das Double, das Fastmelt. Ist schnell löslich, weil die Wassertemperaturen, die fallen momentan auch. Und wie ihr es gesehen habt, mit halbierte, weil ich mehr Attraktivität habe. Der Bulli arbeitet schneller bei den kälteren Wassertemperaturen. Die Karte immer mit dem kleinen Cutter fürs leichte Gepäck. Den habe ich jetzt ein Jahr im Einsatz. Es sind Ersatzklingen dabei, ist aber immer noch die erste Klinge. Zum PVA-Netz, das schnell lösliche. Habe ich 2-in-1-Set, kleineres und größeres. Kann dann variieren, wie man es braucht. Ich habe jetzt das kleinere genommen. Das reicht, ein paar halbierte, weil ich das später sowieso draufstick. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich aufspanne. Mehr braucht es an dem Gewässer. Meistens nicht. Kleiner PVA-Sack, alles kein Hexenwerk, mit den halbierten und dann ab geht die Luzi. Und ich hoffe, dass ich euch einen Fisch mit den Steinen zeigen kann. Der erste Steinbeißer hängt auf die Fixmontage. So Leute, ich liebe das, wenn der Plan aufgeht. Den ersten Steinbeißer am Band auf die Slipmontage. Jetzt hoffe ich, dass der Haken gut sitzt, dass wir den Kameraden auch rausbringen. Der Stein hat schön ausgelöst am Slipgummi. Da ist er, der Steinbeißer. Schöner Novemberfisch. Den zeige ich euch jetzt gleich. So, da ist die Erfolgswaffe mit dem Slipgummi. Stein hat sauber ausgelöst. Einwandfreie Sache, hat man keine Bleibelastung im Gewässer. Der Stein liegt drin, wo er sowieso schon ist, im See. Auf dem weißen Octopeppo Pop-Up. Der Plan hat funktioniert. Schöner kleiner Novemberfisch. Mega Schuppen. Der Plan ist einwandfrei aufgegangen, das liebe ich. Freut mich, dass ihr euch das zeigen habt, dass das mit dem Stein schön funktioniert und dass ihr den schönen Steinbeißer seht. Also super Sache, beide Methoden wieder gut funktioniert und ich hoffe, dass ich es euch ein bisschen nahe bringen habt, die Steinangelei.